Hallo und herzlich willkommen. Wir probieren heute Brotaufstriche. Wenn man sonntags morgens am Frühstückstisch sitzt und für viele Familien ist es einfach eine ganz, ganz wichtige Mahlzeit, eine ganz große Tradition und auch bei uns gehört das einfach dazu, dann ist es total blöd, wenn man als Einzelner einfach nur an seinem Kohlrabi herumknabbert und irgendwie nichts so richtig hat, was man sonst essen kann. Also ich finde ein großes Angebot beim Frühstück, das hat einfach so was ganz Gemütliches, schön lange zusammensitzen, quatschen, die Kinder spielen ein bisschen rundherum und so und ja, wenn man irgendwie nur Gemüse zu essen hat, ist es ein bisschen langweilig. Zumal die Stulle ist halt auch sehr deutsch, ne? Also Stulle ganz klassisch deutsch. Man muss ein bisschen dazu sagen, also wer mich kennt, weiß, dass ich esse ja eigentlich gar kein Brot, aber ganz selten halt schon mal bei so einem Sonntagsfrühstück und dann ist es halt ganz schön, wenn man da auch irgendwas drauf machen kann. Und deswegen haben wir jetzt hier drei Sachen mitgebracht. Einmal Reissirup-Kokosaufstrich, einmal Reissirup-Erdmandelaufstrich und Reissirup-Karoffaufstrich. Ich persönlich bin sehr gespannt. Ich bin nämlich überhaupt kein Freund von süßen Brotaufstrichen, wie die hier so schmecken und ob ich sie überzeugend finde, weil wenn es zu süß ist, finde ich es tendenziell immer so. Das hängt immer davon ab. Vielleicht gucken wir als erstes mal in die Inhaltsstoffe rein. Das ist ja so eine spannende Frage. Was ist da drin? Ist das AIB-konform oder nicht? Also wir haben ja hier erste Komponente, auch auf allen dreien, ist ja der Reissirup. Wie wird Reissirup hergestellt? Reissirup ist quasi die Stärke des Reises, die so lange gekocht wird, bis sie zu Zucker wird. Und und dann wird das als Sirup verarbeitet. Ist süß, logischerweise. Also Stärke gleich Zucker gleich Kohlenhydrate. Genau. Ja. Okay, also wenn ich was Schlankes für meine Linie will, dann ist das nicht das Richtige. Dann ist das nicht das Richtige und auch wenn ich im Rahmen einer zuckerstabilisierenden Ernährung eigentlich nach Möglichkeit überhaupt keine Zucker möchte, wenn überhaupt nur sehr langkettige Stärken, dann ist es definitiv auch nicht das Richtige. Also es ist eher für Leute, die schon relativ weit fortgeschritten in ihrer Wiedereinführung sind und denen es vom Darm her schon wieder sehr gut geht. Also für eine E. coli-Überbesiedlung oder irgendwas anderes, wo im Darm die Bakterien überhaupt nicht in Ordnung sind, ist es absolut No-Go. Okay, Wiedereinführung heißt also, Reis ist ja ein Getreide, nicht AIP-konform. Korrekt, genau. Okay, aber irgendwann kommt ja im Optimalfall der Punkt, wo ich mich nicht mehr komplett nach Autoimmunprotokoll ernähre, sondern wo dann Sachen wieder gehen. Ja, ja. Und man muss halt auch sagen, also der Reissirup hier wird wahrscheinlich aus nahezu reiner Reisstärke gewonnen. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich. Und das heißt, der Keim des Reises war wahrscheinlich an dem Prozess nicht beteiligt. Und das Orzinin, also das dem Gluten-ähnliche Protein im Reis ist eben im Keim, also vermute ich mal, dass man da sehr, sehr wenig von drin hat, aber das müsste man jetzt direkt beim Hersteller nachfragen, wenn man es genau wissen würde, aber ich würde das so vermuten. Okay, jetzt ist eine weitere Komponente hier Palmöl. Palmöl steht ja unter Verdacht, wenn es erhitzt wird, dass es dann krebserregend ist. Korrekt. Ja. Wie viel Grad erhitzt? 240 Grad. 240 Grad. Laut Hersteller ist dieses Palmöl in diesen Produkten ist überhaupt nicht erhitzt worden. Also es ist sogenanntes natives Palmöl. Also es wurde etwas erwärmt, um es zu verflüssigen und dann zu verarbeiten, aber ansonsten überhaupt nicht verwendet. Im Gegensatz zum Nutella, wo es definitiv erhitzt wird. Firma Nestle sagt auch nicht über 240 Grad, wollen sich aber nicht so genau festlegen, wie heiß sie denn ihr Palmöl machen. Das heißt, da wäre ich eher so ein bisschen zurückhaltend. Hier definitiv ist das nicht der Fall. Und ansonsten, also jetzt wollen wir nicht über ethische Belange oder sowas sprechen, aber Palmöl an sich ist eigentlich von der Fettsäurenzusammensetzung her ein gutes Fett, so ähnlich wie beim Kokosöl, was man auch im AIP und bei einer ganzen Menge Problemen sehr gut essen kann und hat nicht die ganzen negativen Eigenschaften von sonstigen Pflanzenölen. Rapsöl ist hier noch mit drin? Rapsöl ist eher ungünstig, was diese Produkte halt auch sehr weit nach hinten zu, ja, eigentlich schon wieder so gut wie gesund stellt. Ich glaube, es ist nicht in allen. Nee, hier ist keins drin. Genau, ja. Also im Reissirup-Kokosaufstrich ist kein Rapsöl drin. Und in den beiden aber schon. Genau. Ist in verschwindend geringer Menge, also es ist ganz hinten auf der Liste, aber spreche auch für in Maßen und nicht in Massen. Genau, in Maßen, ganz. Also ganz wir haben es ja noch nicht probiert, aber sollte das so lecker sein, dass man das Bedürfnis hat, so ähnlich wie bei manchen Leuten bei einer Nutella, das ist das ganze Glas auszulöffeln, tut es nicht.
Okay, vielleicht fangen wir erstmal mit der, ich glaube, besten Variante an. Der Reissirup-Kokosaufstrich besteht im Endeffekt nur aus Reissirup und Kokos. So, dann. Wir scheitern schon am Aufmachen. So. Sieht so aus, wie man es sich vorstellen würde. Mit Kokos. Also lecker sieht es jetzt nicht aus, muss man ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh, es riecht wie Kokosraspeln, finde ich. Ja, okay, wir testen das jetzt mal. Du kannst ja auch mal. Ja, ich versuche mal. Ich würde persönlich vermuten, wenn euch das schmeckt und ihr das ganz super findet und ihr Zeit habt ohne Ende und gerne auch Sachen selber macht, was ja bei mir immer der Fall ist, kann man wahrscheinlich auch ein gutes Kokosraspelprodukt nehmen, zum Beispiel Dr. Görg oder so, was ganz Frisches, und das dann einfach mit Ahornsirup mischen. Und ich vermute, da kommt ein ähnliches Ergebnis raus. Das werde ich die Tage mal probieren. So, jetzt probiere ich das hier. Raffaello. Ja. Also geschmacklich hervorragend. Also das möchte ich wirklich sagen, das ist ziemlich geil. Wir probieren eine IP-Variante. Ja, auf jeden Fall. Süß, aber nicht zu süß, also ja. Süßlich. Sehr kokoslastig, logischerweise. Das ist halt der Kokosaufstrich. Ja. Cremig. Ja, kann man wahrscheinlich auch zu kleinen Bällchen formen und im Gefrierschrank tun. Und dann ich liebe gefrorene Raffaellos oder habe sie geliebt, als ich sie noch essen konnte. Insofern wäre das da eine gute Variante. Also, erster Test und ich verspreche euch, ich liefere euch eine IV-Variante für dieses sehr leckere Produkt. Aber, also wie gesagt, wenn man dann wieder einfüllen kann, also wenn Reis. Wer Reis gut verträgt, super. Das ist eine gute Sache. Ja. Okay, schauen wir mal, was haben wir hier? Reissirup-Erdmandel-Aufstrich. Erdmandel haben wir, glaube ich, schon ein, zwei Mal drüber geredet. Trotzdem, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was ist Erdmandel? Also Erdmandel, das ist immer so ein bisschen verwirrend, ist keine Nuss. Deswegen steht hier auch ganz fett drauf, auch für Nussallergiker. Das ist einfach von der deutschen Begrifflichkeit ein bisschen verwirrend. Auch im Englischen, heißt das denn Tigernut, genau. Eigentlich ist die Erdmandel sowas wie eine Rübe, also eine kleine, sehr harte Rübe. Ist auch sehr stärkehaltig, hat einen relativ hohen Stärkeanteil. Deswegen arbeite ich gern mit Erdmandelmehlen und Erdmandelprodukten bei Leuten, die Stärken gut vertragen und Kohlenhydrate gut vertragen, die auf keinen Fall Gewicht verlieren sollen unter dem IEP oder wollen. Da ist das eine sehr, sehr gute Variante, um einfach was Energiedichtes und auch Kraftbringendes reinzubringen. Sportler, die IEP machen wollen oder müssen. Für die ist es gut, dass man mit Produkten mit Erdmandel arbeitet. Und Erdmandel hat, dadurch, dass es viel Stärke enthält, eine sehr hohe eigene Süße. Und ich denke, das hat man sich hier auch zunutze gemacht. Okay, dann schauen wir mal. Also sie sind auf jeden Fall zu. Und geschmacklich ähnelt der Mandel, also so ein bisschen. Okay, Optik? Ähnlich. Naja, ähnlich. Geruch? Geruchslos, oder? Ziemlich geruchslos, ja. Riecht fast nach nichts. Also wo die Kokos stark nach Kokos roch, riecht es hier weitestgehend nach nichts. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Erdmandeln haben nämlich tendenziell so ein bisschen stückiges Mundgefühl. Ja, das ist hier auch so. Ein bisschen stückig. Aber angenehm. Nussaufstrich, oder? Mhm. Schmeckt ein bisschen wie so eine Nusscreme. Obwohl halt keine Nuss drin ist, ja. Ne? Die ist sehr süß. Also, nein, ich finde sie süß. Gut, aber also, ich bin auch gerade total auf Geschmacksverstärker. Für Leckermäuler, nicht süß, für jemand, der eigentlich überhaupt keinen Zucker isst, ziemlich süß. Also, süß ist sie schon, aber jetzt nicht so, also nicht so die Schokoladen-Milchcreme-Mischung. Nee, das stimmt, das ist es nicht, nein. Aber also, wenn man eigentlich gar keinen Zucker isst, dann denkt man schon, ja doch, süß. Aber ich finde nussig vom Geschmack. Ja, nussig und auch fein, also angenehm. Und schmeckt sicherlich auf einem Teffladen oder so oder auf einem Kürbis-Pancake oder so ganz gut. Ja, cool. Gute Sache. Okay, das dritte. Karob. Reissirup-Karob-Aufstrich. Wir haben zwar schon mal über Karob gesprochen, aber vielleicht kannst du auch da noch mal ein, zwei Sachen zu sagen. Ja, Karob wird gewonnen aus der Frucht des Johannesbrotkernbaums. Karob ist
ganz, ganz wenig Allergen, also ist ganz hoch untersucht worden. Was Allergen ist, weil das wurde neulich mal gefragt, ist der Staub. Also wenn man den einatmet, da steht er im Verdacht, dass er Asthma auslösen kann. Insofern sollte man Karo-Pulver lieber nicht einatmen. Mhm. Ist aber auch jetzt in der Praxis nicht so empfehlenswert und auch nicht so, was üblicherweise passiert. Karo selber für den Magen-Darm-Trakt gilt als hoch antiallergen, wurde auch in der Cochrane-Analyse untersucht, dass das für Allergiker, also für Nussallergiker und sonstige Lebensmittelallergiker sehr gut geeignet ist und sich ganz gut macht. Und wird im IEP, also Sarah Ballantyne hat es ja eingeführt, relativ viel für Süßwaren und sowas als Schokoladenersatz verwendet und schmeckt auch so ein bisschen schokoladig. Ach Gott, also sie sind wirklich fest zu. Und auch Karob hat eine sehr starke eigene Süße und hat aber dabei einen leichten Säureanteil, was es sehr angenehm macht. Also es kommt so ein richtiger Schokoladenduft raus, obwohl es keine Schokolade drin ist. Das ist Schokolade. Ich weiß nicht, ob man es sieht, es ist wirklich so dunkel. Aus. Sieht aus wie Schokolade. Es ist fest, also ich kann es hier so ein bisschen rausdrücken, wenn man... Wow. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit diesem Produkt sehr gut backen kann. Also das dass man da, dann, wenn man irgendwie so eine Art Brownie oder sowas machen will und vielleicht auch eifrei bleiben muss. Also Eier sind ja so eins der Sachen, wo einfach, wahrscheinlich genau, wo sehr, sehr häufig keine Wiedereinführung gelingt. Und wenn ihr irgendwie so eine Art, also vielleicht Erdmandel, Karob-Brownies oder so machen wollt, glaube ich, kann man hiermit einfach nur sehr... so fatschige Konsistenz erreichen. Ich glaube, man kann damit auch, also gibt nicht jeder steht darauf, aber Hähnchen in Schokoladensoße. Ja, stimmt. Und das mit so ein bisschen Verjus aufgegossen und dann eine Soße draus gezogen. Ich glaube, das ist auch ziemlich gut. Mal sehen, ob es auch schmeckt. Okay, es schmeckt wirklich schokoladig. Also das hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Hm. Das ist erstaunlich. Hm. Das ist echt gut. Oh ja. Ich habe mal versucht, so eine Schokocreme selbst zu machen mit dem Mixer. Es hat immer nicht so gut funktioniert, weil sich das Fett, das hat sich nicht richtig verbunden. Das emulgiert nicht gut, ja, genau. Das ist schwierig. Man braucht sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten, um Emulsionen herzustellen. Also muss ich sagen, ich backe viel mit Karob, so schokoladig habe ich es noch nie hingekriegt. Also, das ist wirklich gut, ne? Schokoladig, bei wo was keine Schokolade drin ist. Ist erstaunlich, ne? Quatsch, aber ja. Also. Aber trotzdem, die Schokolade ist halt nur mal ein leckerer Geschmack. Also ihr seht, den Benni schmeckt's. Doch. Also, ich muss zugeben, ich war skeptisch vorher, ob die überhaupt schmecken, du ja auch. Ja, ich war sehr skeptisch. Aber, lecker. Wir teilen dann jetzt auf, wer davon welche mitnimmt. Ja. Ich hätte gedacht, ich nehme vielleicht die drei und... Da bin ich völlig konform. Also, ich glaube, für Leute, die einfach so süße Aufstriche vermissen und die Reis gut vertragen sind, das ist echt eine super Alternative. Was einfach klar sein muss, ist, Zucker ist nie gut. Also bitte esst keine großen Mengen Zucker, egal wie gut ihr es vertragt, das ist einfach nicht besonders gesund. Es ist immer ein Treat, also eine Besonderheit, eine Süßigkeit. Aber um genau das, was ich am Anfang gesagt habe, für ein gemütliches Frühstück mit allen zusammen und dann man hat sich vielleicht Teflon gebacken oder irgendwas, was man gut verträgt, und will dann dazu was Süßes drauf schmieren und will jetzt halt nicht keine Fruchtmarmelade, sondern einfach eine Alternative haben oder ja, hat auch einfach keine Zeit und keine Lust selber Marmeladen zu kochen, was ja einfach auch gut sein kann, dann ist das glaube ich super. Für jemanden wie mich, ich stehe einfach überhaupt nicht auf süßes Frühstück, ich würde damit kochen. Also ich glaube sehr. Ja, ich glaube auch hiermit kann man im Endeffekt total lecker das kochen. Glaube ich auch. Also man kann damit glaube ich echt coole Sachen mitmachen. Und also den hier, geschmacklich extrem überzeugend, da werde ich versuchen, was zu basteln, was ganz ähnlich ist und werde mal mich an IEP-konform Raffaellos versuchen, beziehungsweise, kleiner Spoiler, in dem nächst kommenden Produkt Reisen mit Autoimmunerkrankung ist auch ein Raffaello-Abklatsch drin. Das ist aber nicht ganz so slutschy wie das da. Also da werde ich nochmal versuchen, das. Nochmal kurz. Eine Sache, die mir gerade noch aufgefallen ist, hier ist ja auch nirgendwo Milchpulver drin. Weil in den ganzen Fertig-Schokocremes und so ist ja überall Milchpulver mit drin. Ja. Also kein Milch, kein Ei. Für Milch- und Eierallergiker super, wenn man das einfach weglassen will. Also das ist halt was, was ich auch cool finde, so zum Kochen und so, dass die Sachen dann einfach raus sind. Ja, also, coole Dinger. IP Plus auf jeden Fall. Ja. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.